ihr Lieben, herzlich willkommen bei meinen Rezepten. Heute habe ich wieder ein leckeres Ofengerichtrezept für euch. Buttenbrust mit Gemüse und dazu einen leckeren Kartoffelauflauf. Und kommen wir dann auch gleich zu den Zutaten dazu. Ich habe 1 Kilo Buttenbrust genommen. Buttenbrust werde ich jetzt erstmal marinieren. Für die Marinade habe ich ungefähr 50 ml Öl und Gewürze. Ihr könnt natürlich beliebig eure Lieblingsgewürze nehmen. Ich habe Salz, Pfeffer, Blattpaprika, getrockneten Oregano, bisschen Thymian und bisschen Curry genommen und rote Paprikapulver. Dann brauchen wir 50 Gramm Joghurt, 1 Esslöffel Tomatenketchup, ihr könnt auch 2 Esslöffel nehmen und eine Zehe Knoblauch. Das Ganze wird einfach miteinander vermischt. Den Knoblauch habe ich in kleine Stücke geschnitten. Ihr könnt den auch reiben oder zerdrücken. Ihr könnt mit der Marinade das Fleisch schön reiben. Am besten geht das natürlich mit den Händen. Ihr müsst dann darauf achten, dass das Fleisch richtig mit der Marinade bedeckt ist. Dann könnt ihr das mit einer Frischhaltefolie abdecken und über Nacht in den Kühlschrank geben. Wenn ihr keine Zeit habt, dann mindestens 3 bis 4 Stunden. Ich lasse die Marinade über Nacht einziehen. Nächsten Tag habe ich das Fleisch aus dem Kühlschrank rausgeholt und gebe Gemüse darüber. Ich habe jetzt Erbsen und Karotten aus der Tiefkühltruhe genommen. Ihr könnt natürlich eure Lieblingssorte selber auswählen. Dann kommt das bei 200 Grad in den Ofen und dazu gibt es heute bei mir einen leckeren Kartoffelauflauf. Ich habe so ungefähr 700 Gramm Kartoffel geschält und in ganz dünne Scheiben geschnitten. Dann brauchen wir eine Packung Schlagsahne, gebe ich schon mal in eine Schüssel hinein, und Salz, Pfeffer, ich habe jetzt weißen Pfeffer genommen, und Knoblauchpulver. Wenn ich Kartoffelauflauf mache oder Soße vorbereite, dann nehme ich lieber weißen Pfeffer. Halben Bund Petersilie habe ich klein geschnitten. Ihr könnt noch Schnittlauch klein schneiden. Ich habe Petersilie, Salz und Gewürze mit der Sahne vermischt und über die Kartoffeln gegeben. Schön miteinander vermischen, sodass die Kartoffeln auch mit der Sahne bedeckt werden. Dann kommt reichlich geriebene Käse darüber. Und ab in den Ofen. Dadurch, dass ich einen Umluftherd habe, konnte ich beides zusammen backen und beides ist zusammen raus aus dem Ofen. Und dazu habe ich dann eine leckere Champignonsauce vorbereitet. Ihr könnt eine fertige nehmen bei Bedarf. Wenn Wunsch da ist, kann ich euch das Rezept dazu gerne zeigen. Entweder könnt ihr Buttenbrust in Scheiben schneiden, servieren und darüber kommt die Soße. Was ich aber sehr, sehr gerne mache, ist, dass ich das schon mal in Scheiben schneide und die Soße darüber gebe. So wird das schön saftig und richtig lecker. Also ich gebe die Hälfte der Soße darüber und den Rest könnt ihr dann beim Essen nochmal weiter servieren. Ihr könnt das auch so jetzt in den Ofen schieben, damit das warm bleibt und durch die Soße bleibt das saftig. Und dazu habe ich natürlich noch einen Reis gemacht. Diesmal habe ich Basmati-Reis gekocht. Ich hoffe natürlich, dass euch auch dieses Rezept gefallen wird. Euch wünsche ich viel Spaß dabei und sage Tschüss bis zum nächsten Video.